mal zum Informator. Südbahnhof Genheim. Gab es da auch irgendeine Tastenzuweisung? Wie gesagt, Kurs habe ich keine Ahnung. Das ist mir eine Metaebene zu viel. Ich probiere mal aus. Einfach mal 7. Das ist irgendwo ein Gegenzug. Aber ich muss noch ausprobieren. Kurs 7. Keine Ahnung. Ich nehme mal Kurs 1. Aber hat anscheinend keine Auswirkungen außer dieses. Nein. Kurs 1. Macht er nicht. Löschen. 1. Ich fahr jetzt einfach mal los. Sag mal, ist das stufenweise? Ja, das ist stufenweise. Tach! Ah, schön. Kann ich das Fenster öffnen? Ja, kann ich. Aber das braucht man nicht. Zu! Zu! Kann ich das Licht irgendwie ausmachen? Ah, nee, lass mal. Wie viele Wagen haben wir denn? Ich glaube 3, ne? Alter, bleibt da schnell stehen! Okay, ich fahre und üben wir noch. Machen wir das Fenster mal auf. Okay. Ich weiß, wie man weiterschaltet. Ich weiß aber nicht, wie man aus dem Fenster guckt. Anscheinend soll ich das nicht. Ich habe aber die Türfreigabe auch gar nicht aktiviert. Finde ich cool, da gehen nämlich noch manche Türen auf. Finde ich witzig. Ah, darauf muss ich ja nochmal drücken. So, dann fahren wir mal 70. Ich mach das mal ohne dieses Ding. Und ich glaube, das kriege ich auch so hin. Nächste Station, Schweizer Platz, Museumsufer. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich sehe nichts. Dann bremsen wir mal ab. Ah! Alter, ich sehe nichts. Das ist mein Hauptproblem bei diesem Zug. Zum ich will, dass er fährt. Okay, dann bleiben wir halt hier stehen. So. Schön. Kann man irgendwie zurückbleiben ansagen? Konnte man bei Trains. Nein. Du sollst schließen. Auf wie geht's, Burm? Nächste Station, Willy-Brandt-Platz, Europäische Zentralbank. Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien U4 und U5 sowie zu den Straßenbahnlinien 11 und 12. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, Willy Brandt Platz. Europäische Zentralbank.
Stufenweise finde ich irgendwie blöd, das mag ich nicht. Vor allem, weil es in der Realität... Ja, auch nicht Stufen... Alter, ich... Mit diesem Zug muss ich erst noch fahren üben. Das, Bremsen kriege ich bei dem nicht gebacken. Ich meine immer noch, dass wir drei Züge haben. Ja, haben wir auch. Perfekt. Zentrales öffnen. Kinheim. Ah, steht hier so drin, Willy Brandt Platz? Ja, steht. Boah, cool. Zentrales schließen. Wunderbar. So, Bremse lösen. Und auf wie geht's, Wurm. Jetzt muss ich mal was probieren. Hä? Oh, Warnblinker ist das. Weil hier steht Hashtag Wiedergabe der Ansage, aber nee. Hauptwache 2. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1. Ich brauche das zur Hilfe, weil sonst komme ich nicht klar. S8 und S9 sowie zu den U-Bahn-Linien U6 und U7. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Was für ein Rumpel die Bumpel. So. Wir machen mal jetzt zentrales Öffnen. Buckel. Na, das hat diesmal doch schon besser geklappt. Finde ich witzig, dass das geht. Oh, wir dürfen nur noch 60 fahren. Okay. Weist uns ganz dezent ein Schild drauf hin. So, dann würde ich mal sagen, Türen schließen. Ja, ist gut. Mein Gott, nee. Aber jetzt habe ich den Zug langsam begriffen. So, dann geben wir gleich mal Gas. So. Nächste Station, Eschenheimer Tor. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Nein, nicht so schnell. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da habe ich eben gerade die Tasten verwechselt. So ganz dezent. Ich muss mal etwas stärker abbremsen, weil das schon die Dreiermarkierung. Nein, Tür auf. Kann ich hier auch manuell öffnen? Nein, kann ich nicht. Sag mal, hier steigen ja viele ein. Können wir direkt wieder schließen. Wunderbärchen. Ich habe aber noch keine Fahrpläne gefunden. Ich glaube, die gibt's hier nicht. Sag mal, würdest du jetzt mal freundlicherweise abfahren? Aber der Motorsound gefällt mir. Ja, Grüneburgweg. Nächste Station, Grüneburgweg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Also mir gefällt das Spiel. Mir, also das Add-on. Mir gefällt's. Jetzt weiß ich nicht, ob Holzhausenstraße die letzte Station unter Tage war oder darauf die nächste. Bei der U1 gibt es übrigens auch diese Besonderheit, dass wir zweimal unter Tage fahren. So, dann mal bitte alle einsteigen. U1 Richtung Kinheim. Ja,
Deshalb wollte ich den Stromabnehmer nicht hochfahren, aber naja. Ich schließe mal die Türen. Zentrale schließen. Wunderbärchen. Toyotärchen. So, jetzt haben wir Holzhausenstraße. Nächste Station, Holzhausenstraße, Unicampus, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ruckeli Ruckel. Ja, diese Nachlader. Schön. Hallo? Hallo? Ich habe keinen Scheiß-PC, ne? Ich möchte es nochmal gerade anmerken. Hallo? Danke. Aber es kommt vorm Aufnehmen. Ich wette, ohne die Aufnahme läuft es flüssiger. Wesentlich flüssiger. Ein Kollege! Nicht Notbremse. Also, Bremsen klappt schon besser, aber immer noch nicht gut. So, an der Dreiermarkierung halten. Dann alles einsteigen. Können wir direkt wieder schließen. So, und dann geht's Abi-Party. So. Nächste Station. Miquel Adikes Allee, Polizeipräsidium. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien 32 und 64. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wunderbar. Dann würde ich sagen, alles einsteigen. Die Mission ist eh nicht geschafft, weil ich habe in der letzten Station nicht ordnungsgemäß gehalten. Und das war die letzte Station unter Tage. Jetzt geht's auf. So, zentrales Schießen. Ja, in. So, auf geht's. Wenn es nicht so ruckeln würde. Nächste Station, Dornbusch, Hessischer Rundfunk. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kann ich die Lichter ausschalten? Ich weiß nicht, wie man dieses Licht ausschalten kann. Das ist mir ein Rätsel. Das sieht nach grün aus. Guten Tag. Interessante Umgebung. So. Stadt Frankfurt am Main. So, dann machen wir zu die Türen. Ja, Moment. So. So. Dann geht's Abi. Die nächste Station ist Fritz-Tarnow-Straße. Nächste Station: Fritz-Tarnow-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, Fritzt. Das heißt Fritz-Tarnow-Straße und nicht Fritzt. Da ist ein T zu viel und da ist ein T zu viel, weil da ein T zu viel ist.
habe ich nicht auf das Signal geachtet, aber naja.